take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Benny Challenge, es ist Dienstag und es ist eine Woche der Champions League, also auch wieder Champions League Content in FIFA mit dabei. Insofern die Top-Spieler natürlich ein definitives Muss. Ja, und deshalb wollen wir uns heute im ersten Video genau darum kümmern. Meistere Challenges zu den diesjährigen Top-Spielen in der UEFA Champions League heißt es da wieder. Einen Tag und 23 Stunden ist die SBC verbleibend. Und als Gruppen-Award bekommen wir folgendes. Und zwar ein Prime Elektro Spieler-Pack, also ein 20K-Set. Ja, und nicht nur das, wir bekommen auch noch Münzen. Es sind leider nur 500 Münzen, aber besser als nichts. Zwei Segmente zum Abschließen. Welche Partien das sind, schauen wir uns gleich an. Aber ihr könnt schon sehen, rechts davon haben wir eine weitere Puzzle-SBC, die wieder mit, ja, zeitgleich released worden ist. Auch die einen Tag und 23 Stunden verbleiben. Darum wird es wahrscheinlich dann nachher noch gehen in einem weiteren Video. Also schaltet da gerne nachher ein. Da werden wir dann diese Puzzle-SBC einmal hier auf dem SBC-Account abschließen, aber auch auf dem Haupt-Account. Ja, und hier bei der Siegessicher-SBC gibt es ein Premium-Goldspieler-Pack. Das ist ein 25K-Set. Um was wir uns dann, wie gesagt, nachher kümmern. Aber EA hat sich gedacht, an diesem Dienstag hauen wir nicht nur Champions-League-Content raus, sondern auch eine weitere Ligen-SBC. Und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu nochmal ein separates Video sehen wollt. Das wird wahrscheinlich dann morgen früh sofort released, und zwar zu der Serie A mit folgenden Bonusspielern oder ja, mit den folgenden Rewards, die man hier am Start hat. Einmal Tonali, ebenfalls 84er geratete Karten und ein 84er Dalbert. Also diese beiden, ja, Boni sind ja auf jeden Fall bei dieser SBC, bei der Serie A Ligen SBC am Start. Das Ganze ist natürlich wieder wiederholbar, wie wir das Ganze kennen mit den Ligen SBCs. Also die drei SBCs heute released worden. Anfangen wollen wir mit der UEFA Topspieler SBC. Und falls ihr neu seid und generell Bock habt auf generellen SBC-Content, FIFA 20-Content, täglichen FIFA 20-Content, lasst gerne auf kostenfreier Basis ein Abo da, gerne auch die Glocke aktivieren und schön aktiv sein in den Kommentaren. Ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mod, erstellt also gerne den Like-Button, lasst uns die 300 Likes so schnell wie möglich voll machen. Wenn ich euch also heute wieder mehr helfen kann mit diesem Video, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und damit starten wir rein in die Top-Spiele für diese Woche. Welche Partien stehen an? Wir haben einmal Barcelona gegen Dortmund und Real Madrid gegen PSG. Was für Sets bekommen wir zurück? Das vielleicht sogar eine der ersten Fragen, die man sich natürlich stellt. Und hier bekommen wir ein Elektro-Spieler-Pack zurück. Ich weiß nicht, ob das einen Coins-Wert hat, aber ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben. Und zwar sind das 12 Spieler, 6 davon sind Gold, 6 davon sind Silber und einer davon ist leider nur selten. Ja, und dann bekommen wir auf der rechten Seite ein Premium-Gold-Spieler-Pack zurück. Das ist ein 25K-Set, genauso wie auch bei der Puzzle-SBC. Also das schon mal zu den Sets. Ungefähr wird euch übrigens diese UEFA-Spieler-SBC 10.000 bis 15.000 Münzen kosten, je nachdem, was ihr im Verein habt. 10.000 bis 15.000 Münzen, aber falls ihr gar nichts im Verein drin habt. Gehen wir das Ganze kurz durch. Ihr wisst Bescheid, die Lösung, die ich euch jetzt hier zeige, könnt ihr wieder 1:1 nachbauen. Ja, und wir fangen an natürlich mit den Bedingungen, bevor wir reingestarten, mit den Spielern. Die seht ihr wieder unter mir und das sind Barcelona- oder Dortmund-Spieler. Müssen wir mindestens 2 abgeben. Also entweder ein Barca-Spieler, ein Dortmund-Spieler oder 2 Barca-Spieler oder 2 Dortmund-Spieler. Spanien oder Deutschland, mindestens 4 Spieler. Okay, wissen wir Bescheid. Teamgesamtwertung ist nur mindestens 75. Wissen wir auch Bescheid. Bekommen wir auf jeden Fall hin. Eine Teamchemie von mindestens 85, die wir brauchen. Also auch keine 100er Chemie. Also auf ganz entspannter Basis 85 Teamchemie schaffen wir. Anzahl der Spieler im Team sind 11. Wir haben also keine Blöcke. Ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir hier mit Barcelona-Spielern gehen. Also, was mache ich? Ich gehe natürlich, und dann wisst ihr Bescheid, in die La Liga Santander. Gehe hier auf Barcelona und guck, was habe ich für Barca Spiel am Start. Zufälligerweise habe ich auch noch 2 direkt am Start. Das ist einmal der Linksverteidiger und der Torhüter. Torhüter, nur Bronzespieler, reicht trotzdem aus. Dann kommt Firpo in die Innenverteidigung. Ja, und ihr seht es ja, Spanien oder Deutschland mindestens 2 Spieler. 2 haben wir schon davon. Also die anderen beiden Spieler holen wir uns ebenfalls aus der La Liga Santander und komplettieren das. Zum einen mit Raúl Navas und als weiteren Innenverteidiger ebenfalls ein Spanier. Diesmal ein seltener. Ich gehe euch gleich mal die Namen durch. Ist das Abila? Und dann brauchen wir nur noch das Raid. Und die Teamchemie, 35 Teamchemie haben wir schon, und ich habe mich jetzt hier einfach fürs Mittelfeld und für den Sturm für die Premier League entschieden. Ihr könnt da gerne in die Bundesliga gehen, ihr könnt gerne in die Liga gehen, in die Serie A und so weiter und so fort. Könnt ihr, wie gesagt, gerne für euch entscheiden. Und da können wir jetzt so gut wie möglich Low-Rated-Spieler nehmen. Chambers ist das zum einen. Dann haben wir als LM einen Cessignon von Tottenham. Als weiteren ZDM-Spieler nehmen wir dann wieder einen Low-Rated-Gold-Spieler, zum Beispiel einen Sanchez. Als rechten Mittelfeldspieler geht es dann direkt weiter mit Brooks als 77er-Gerateten im ZOM, ja, wenn wir denn hinkommen, da kommen wir direkt hin, nehmen wir dann gerne auch einen Bronzespieler zum Beispiel, Slattery als 62er gerateten, und im Sturm haben wir wieder 2 weitere Engländer am Start, und das sind dann Ayew
Und wir haben Benteke. Also das sind die Spieler, die wir jetzt hier benutzen für die erste SBC. Und damit haben wir das erste schon fertig. Barcelona gegen Dortmund. Vorne, wie gesagt, Premier League. Das Ganze könnt ihr jetzt vom Prinzip her 1:1 nachbauen oder tatsächlich 1:1 das Ganze identisch nachbauen. Falls ihr also 1:1 die gleichen Spieler nachbauen wollt. Ihr seht jetzt, 93er Teamschmie haben wir erreicht. 75 Teamschmie, Team Rating haben wir erreicht. Und das mit folgenden Spielern. Mit Iñaki Peña, dann haben wir Arbia, dann haben wir Raúl Navas, Junior Firpo, dann haben wir Sanchez, wir haben Chambers, wir haben Brooks, wir haben Sessegnon, Slattery, Ayew und wir haben Benteke. Wie gesagt, vom Prinzip her könnt ihr das genauso machen wie ich. Einfach hier unten die Spanier oder die Deutschen komplettieren und dann im Mittelfeld in eine andere Liga gehen. Welche Spieler das sind, ist wie gesagt komplett egal. Hauptsache ihr bekommt aufs 75er Rating und die Chemie passt am Ende des Tages. Elektro-Spieler-Pack bekommen wir zurück und das machen wir natürlich gleich zusammen mit den anderen Sets auf, die wir da bekommen. Das ist doch ganz, ganz klar und da gehen wir direkt mal drauf. Zu Real Madrid gegen PSG. Mit folgenden Bedingungen: Real Madrid oder PSG-Spieler, mindestens 2 Spieler. Dann La Liga Santander-Spieler oder Liga A-Spieler, mindestens 6, okay, wissen wir da Bescheid. Selten mindestens 4, dann haben wir eine Teamgesamtwertung von mindestens 78 und eine Teamchemie von mindestens 85. Auch hier wieder am Start, also das Rating plus 3 erhöht und Anzahl der Spieler im Team sind wieder 11. Ja, was machen wir? Wir gehen erstmal in unsere Ligue 1 rein. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, 2 PSG-Spieler zu nutzen und dann nehmen wir erstmal zum Torhüter, der 80er gerated ist und dann nehmen wir 2 PSG-Innenverteidiger, die ich in meinem Verein habe, Kehrer und zum anderen ist das Diallo, um das zu komplizieren. Dann gehen wir weiter in der Verteidigung mit dem rechten Mittelfeld. Sabali kommt als Rechtsverteidiger rein. Im ZM benutzen wir dann Sanson zum einen und zum anderen benutzen wir als letzten Ligue 1-Spieler Grenier. Und damit haben wir auf jeden Fall dann die Ligue 1-Spieler schon mal kompliziert. Selten haben wir erst 2, müssen also noch 2 Seltene hinzufügen. Das machen wir im Sturm. Wo finden wir die? Auch die finden wir wieder in der Premier League. Und zwar nehmen wir hier 2 Seltene Engländer. Das ist Calvert-Lewin und zum anderen ist das Abraham. Ja, und im ZOM geht es dann weiter mit einem Goldspieler, ebenfalls Engländer und das ist Grealish. Und dann geht es weiter mit dem ZM, ebenfalls ein Engländer. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen auch aufs Rating gucken. Das ist dann Shelby und als Linksverteidiger benutzen wir Creswell. Und damit kommen wir aufs Rating. Wir haben 100er Teamchemie sogar am Start. Insofern alles hier im grünen Bereich. Ja, gehen wir das Ganze kurz durch, falls ihr das Ganze 1:1 nachbauen wollt. Manjara ist am Start, Sabali, wir haben Diallo, wir haben Kehrer, Creswell, wir haben Sanson, wir haben Grenier, Shelby, Grealish, Abraham, Calvert-Lewin. Also, wir haben das Ganze so kompliziert. Ihr könnt natürlich komplett auch in die Ligue 1 gehen oder komplett in die La Liga Santander. Könnt ihr für euch selbst entscheiden, aber sobald ich das halt voll hatte, habe ich mich dann für die Premier League entschieden und die Engländer. So, also damit Real Madrid gegen PSG auch abgehakt und hier holen wir, wie gesagt, uns das 25K-Set ab und dann nochmal als Gruppenreward bekommen wir, wie gesagt, das 20K-Set plus die 500 Münzen und damit sind die UEFA-Spiele abgeschlossen. Ja, und damit gehen wir zum letzten Punkt dieses Videos. Da sehen wir nochmal die Rewards, Prime Electrum Spieler Pack plus die 500 Münzen. Damit gehen wir zu den Packs. Wie gesagt, die Puzzle-SPC wird nachher noch kommen. Übrigens noch eine weitere SPC rausgekommen und das ist die Trikot-SPC. Aber Trikot-SPC müssen wir jetzt nicht wirklich angreifen. Insofern das kurz zu den SPCs. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder bei der Puzzle-SPC oder nachher bei der Ligen-SPC. Und hier haben wir jetzt 30 verkaufte Sachen. Alles klar. Die waren schon vorher angeboten für 950 Münzen, sind jetzt alle hier sehr, sehr gut weggegangen. Natürlich liegt es auch unter anderem an der Ligen-SPC, aber somit habe ich hier auf jeden Fall, die hätte ich sowieso als Duplikate auf der Transferliste. Somit sind sie jetzt weggegangen, wir haben Platz auf der Transferliste, geht also auch auf jeden Fall, nimmt man mit. So viel will ich auf jeden Fall sagen, nimmt man auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Fangen wir an mit dem Elektro-Spieler-Pack, wo nur ein Seltener am Start ist, aber wer weiß. Glück kann man trotzdem haben. Jetzt vor allen Dingen, wo die Serie A Ligen-SPC rausgekommen ist, vielleicht den... Oh, wir fangen direkt mit dem Lila, mit dem Held an, oder was? Das ist, Pookie dürfte das sein. Ja, moin. Hero-Karte am Start. Fängt ja direkt gut an. 15.000 Münzen Discard. Das geht auf jeden Fall schlechter. Und somit dann auf jeden Fall schon mal dazu. Non-Rare ist er ja, glaube ich, seine Normal-Karte. Also, man kann auch Hero-Karten draus ziehen. Mal gucken, wer jetzt der seltene Spieler ist. Der seltene Spieler ist Weghorst. Ja, Pookie nehmen wir doch auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Momentan ist er eh noch auf Discard. Also könnte ich ihn auch theoretisch discarden. Ich behalte ihn mir jetzt mal im Verein. Und dann müsst ihr mal Glück haben hier mit den Silberspielern. Da kann natürlich jetzt einer dabei sein, der aus der Serie A gerade sehr, sehr relevant ist. Im Idealfall, die beiden kommen erstmal auf die Transferliste und dann geht es direkt weiter. Ja, weiter mit dem nächsten Set. Und da machen wir weiter mit dem Prime Electrum Spielerpack oder mit dem Primo Gold Spielerpack.
Aber erstmal mit dem Premium Goldspieler Pack weiter, würde ich sagen. Und hoffen auf Packluck. Hashtag Packluck in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was hattet ihr in euren Sets drin? Das sind natürlich Sachen, die mich auch immer sehr, sehr brennend interessieren. Hattet ihr Packluck, ja oder nein? Milner bekommen wir jetzt hier als 81er gerateter Liverpool-Spieler. Bestimmt auch für die nächsten Top-Spiele, SPCs, generell nicht so schlecht. Und wir haben hier leider auch überhaupt gar keinen Serie A-Spieler am Start. Das ist ein bisschen schade. Aber weiter geht's mit dem letzten Set. 6 Seltene. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch helfen. Wenn ja, zerstört gerne den Like-Button. Und hier bekommen wir leider nichts mehr. Also die Hero-Karte, das Beste, wenn man denn so möchte. Und hier wieder nur ein 81er Joao Mario. Aber wie gesagt, es sind immer ein Spieler, die man wieder in den Verein packt und die auf jeden Fall wieder hilfreich werden in Bezug auf SPCs. Insofern schlecht sind die Sets definitiv nicht. Ich könnte sie die MLS-Spieler und so weiter alle mal abchecken. Werde mich aber jetzt noch nicht darum kümmern. Der Rest kommt wieder erst einmal auf die Transferliste. Und damit soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Lasst uns auf jeden Fall gleich wiedersehen bei der Puzzle-SPC. Schaltet da gerne wieder mit rein. Lasst auf kostenfreie Basis ein Abo da. Gerne die Glocke aktivieren. Und damit sehen wir uns später wieder. Haut rein. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.